Hallihallo Leute, ich begrüße euch heute zu den Gamerlektüren. Heute habe ich eine ganz besondere Gamerlektüre für euch. Und zwar... Zeit für ein bisschen Spaß. Es tanzt ein lieber Rutzemann in unserem Kreis Nein, Leute, das ist natürlich nicht die Gamerlektüre, die ich euch zeigen wollte. Die Gamerlektüre, die ich euch heute zeigen möchte, ist etwas ganz Besonderes. Heute mal nichts von Nintendo, möchte ich gleich mal dazu sagen. Heute sogar mal von einer PC-Spielreihe, von einer ganz besonderen, mit der ich sehr, sehr viel verbinde, nämlich mit Deponia. Heute zeige ich euch das Artbook The Art of Deponia. Ja. The Art of Deponia, ein wunderschönes Artbook, was aber jetzt nicht nur Zeichnungen enthält, sondern auch noch verschiedene Hintergrundinfos zu den einzelnen Ortschaften, zu den Charakteren, so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte. Das ist also sehr, sehr interessant. Ihr wisst ja, wenn ihr meinen Kanal WeHawkLP damals verfolgt habt, dass ich wahnsinnig viel mit der Deponia-Reihe verbinde, mit der Geschichte rund um Rufus, der versucht, dem Müllplaneten Deponia zu entkommen und nach Elysium zu gelangen, dabei auf Goal trifft und so nach und nach seinem Ziel immer näher kommt. Doch ob er sein Ziel letztendlich erreicht oder nicht, das erfahren wir dann im Laufe der drei Spiele, die diese Reihe umfasst. Und Deponia ist persönlich etwas, was mich immer sehr, sehr begeistert hat. Ich sag ganz ehrlich, der erste Teil hat mir vielleicht noch nicht ganz so gut gefallen, weil mir persönlich der Kuwak-Teil, also das erste Kapitel, oder sagen wir mal, das erste Kapitel vom ersten Teil hat mir noch nicht so gut gefallen. Die Reihe hat sich dann aber wahnsinnig entwickelt und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich doch wirklich im Besitz dieses Buches jetzt hier bin, The Art of Deponia. Dafür nochmal vielen Dank an Dedelic, die hatten mir das damals auf der Gamescom 2014, haben die mir das damals gegeben, das fand ich sehr, sehr schön, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch das jetzt einfach mal, denn das ist sehr, sehr interessant. Da haben wir unter anderem noch ein Vorwort vom guten Poki. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Die Gedankengänge von Poki sind immer wieder sehr, sehr interessant. Und deswegen ein nettes kleines Vorwort direkt zu Beginn. Vom guten alten Poki. Ja, hier habt ihr neben nochmal den guten alten Hussa-Sänger. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los. Und zwar mit der Character Art. Ich werde euch jetzt nicht den kompletten Inhalt des Buches präsentieren, aber zumindest mal so ein paar kleine Beispiele, wie sich denn die einzelnen Charaktere entwickelt haben, weil gerade bei Rufus, dem Hauptcharakter, ist das sehr, sehr interessant. Da seht ihr also hier oben, seht ihr tatsächlich, wie sich Rufus entwickelt hat. Das fängt wirklich an bei der Konzeptart von Poki, wie er ursprünglich aussehen sollte, bis hin zum fertigen Design. Also Rufus hat wirklich eine wahnsinnige Entwicklung genommen im Laufe der Zeit. Nur die Müllweste irgendwie. Die Müllweste, der ist er von Anfang bis Ende irgendwie treu geblieben. Da hat sich der gute Rufus doch ganz schön entwickelt. Und natürlich dürfen auch solche Zeichnungen hier absolut nicht fehlen. Mit dem Schnabeltier. Hell yeah, Schnabeltier. Also das ist schon sehr, sehr interessant hier alles. Dann haben wir hier natürlich noch Goal, der weibliche Hauptcharakter aus diesem Spiel. Und auch Goal hat natürlich eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Seht ihr auch wieder hier oben die Entwicklung oben links von Goal. Ursprünglich mal mit Engelsflügeln. Und ihr seht halt nicht einfach nur die Zeichnung, sondern ihr seht auch wirklich, was hat sich Poki dazu gedacht. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie sich die Charaktere dann im Laufe der Zeit dann doch entwickelt haben. Hier, dieses Bild, das ist doch wunderschön. Und auch irgendwie gar nicht an ein bestimmtes Kunstwerk angelehnt. Ich glaube, das muss wirklich komplett Pokis Kopf entsprungen sein, dieses Bild hier. Mit Cowboy Dodo sogar. Dem guten alten Cowboy Dodo alias Smudo. Und hier sehen wir dann noch weitere Charaktere, unter anderem Wenzel. Schrecklich underrated, dieser Charakter, Wenzel. Ist nur im ersten Teil aufgetaucht und dann irgendwie unter den Tisch fallen gelassen. Er war aber auch nicht unbedingt der sympathischste. Wer mag schon Wenzel? Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche.
Gizmo haben wir hier unter anderem noch. Da sehen wir also, wie gesagt, wir sehen auch die Charakterbeschreibung so ein bisschen. Der gute alte Gizmo mit seinen drei Jobs. Haben wir hier, seht ihr auch nochmal, wie er sich entwickelt hat. Dann haben wir hier noch Hermes. Und natürlich die gute alte Donna mit ihrem Pulsader-Ragu. Ja, Donna darf natürlich nicht fehlen. Ja. Und dann kommen wir natürlich auch schon zu Cowboy Dodo, zu dem absoluten Gaststar aus Goodbye Deponia. Ja, der gute Smudo hat ja Cowboy Dodo seine Stimme geliehen. Und auch Aussehen natürlich, logisch. Wo ist das Problem, auch mal Hilfe anzunehmen? Lass doch mal den Profi ran und schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grille auf der Pupille? Und wenn wir natürlich schon bei absoluten Gaststars sind, dann kommen wir natürlich auch an Goon nicht vorbei. Und zwar auch mit der wunderschönen Beschreibung Goon. Der deutsche Let's Player Gronkh lieh Goon nicht nur Stimme und Aussehen, sondern auch Grazie und Geruch. Ist wahrscheinlich richtig so, gehe ich von aus. Ich habe Gronkh nie getroffen. Aber der gute Poki wird sich schon was dabei gedacht. Natürlich. Ganz besonders cool finde ich übrigens auch die Zeichnung von Janosch, die Alte. Er sieht da tatsächlich so ein bisschen aus wie eine Asterix-Figur, finde ich. So wie dieser Verleinix. Wie Verleinix, finde ich so ein bisschen. So leicht angelehnt an Verleinix vielleicht sogar. Also mich hat er immer so ein bisschen an eine Asterix-Figur erinnert. Irgendwie. Aber Leute, natürlich sind nicht nur die Charaktere hier drin. Wir sehen auch die Welt von Deponia. Die Welt, die einige sehr, sehr schöne Schauplätze zu bieten hat. Wie unter anderem den schwimmenden Schwarzmarkt. Da haben wir also hier ganz, ganz viele Screenshots zu den einzelnen Orten. Die Karten von Deponia sind hier, also da erwacht wirklich nochmal die ganze Welt von Deponia nochmal zum Leben und wirklich nochmal in einem ganz besonderen Blickwinkel. Unter anderem das von mir direkt zu Beginn des Videos kritisierte Dorf Kuwak. Rufus Heimatdorf, darf natürlich nicht fehlen, Dreh- und Angelpunkt des ersten Teils von Deponia. Das Dorf Kuwak mit den einzelnen Ortschaften, wie zum Beispiel der Wohnung von Toni, wo wir uns direkt zu Anfang des Spiels befinden. Und dann natürlich auch noch die Bar von Lonzo. Und lauter schöne Ortschaften aus Kuwak. Dann natürlich die Minen, wo uns das zweite Kapitel des ersten Teils hin verschlägt. Der, wie ich finde, auch tatsächlich der beste Teil. Also Kapitel 2 hat mir tatsächlich so am besten gefallen. Auch wenn das ein relativ kurzes Kapitel war. Mit den Minecart natürlich. Darf natürlich nicht fehlen. Dann natürlich die Aufstiegsstation haben wir hier noch. Und lauter solche Geschichten. Und natürlich auch mit den jeweiligen Hintergrundinformationen einfach noch zu den einzelnen Ortschaften. Ja, und dann kommen wir nämlich auch schon zu den Ortschaften von Chaos auf Deponia. Da haben wir nämlich den schwimmenden Schwarzmarkt, sehen wir hier nochmal. Den fand ich persönlich sehr, sehr schön, den schwimmenden Schwarzmarkt. Ist vielleicht sogar, würde ich sogar fast sagen, meine Lieblingsortschaft aus der Deponia-Reihe. Hier sehen wir den schwimmenden Schwarzmarkt nochmal. Auch natürlich noch mit den Beschreibungen dazu. Unter anderem, dass wirklich ein Dedelic-externer Expertenstreit entbrannt ist zwischen dem Head of Game Design Sebastian Bade-Schmidt und dem Creative Director Jan Poki Müller-Michaelis, weil es zu viele Ausgänge gab, es zu verwirrend für den Spieler hätte sein können und es unkomfortabel sein sollte. Zumindest hat so der Head of Game Design argumentiert. Und Poki hatte sehr sachgerecht geantwortet, nämlich mit "Trotzdem cool." Und so ist das Ganze dann halt geblieben. Ja, wer diskutiert schon gerne mit Poki? Das ist so eine Sache. Ja. Dann natürlich auch noch so Sachen wie Porta Fisco hier. Sehr, sehr schöne Zeichnungen. Auch nochmal in Schwarz-Weiß. Sehen wir das Ganze. Und schließlich, Leute, geht es dann zu Goodbye Deponia. Mit dem ersten richtigen Ort, wo wir uns dann befinden. Dem Hotel Menetekel. Wo man sich auch relativ lange aufhält. Auch wie ich finde, vielleicht der schwächste Teil des Spiels, aber so im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an das Hotel Menetekel. Dann natürlich auch noch das Klonlabor, wo Rufus einiges über sich erfährt. Das ist somit der dramatischste Teil des Spiels sogar im Klonlabor. Und mit dem guten alten Hermes noch.
Und dann sind wir nochmal in Porta Fisco, wo wir unter anderem die Familie Boso kennenlernen. Hier sehen wir auch nochmal ganz, ganz frühe Zeichnungen hier, wo die Charaktere noch ganz anders aussehen. Also ich finde so ein bisschen tatsächlich im Edna-Bricht-Aus-Stil ist das Ganze sogar ein bisschen gemacht, so vom Charakterdesign her. Also da sieht man auch wirklich, dass Poki das Ganze ursprünglich einfach mal, also so gezeichnet hat, hingeskribbelt hat sozusagen. Und dann kommen wir natürlich zu der finalen Station von Goodbye Deponia, dem Hochboot, das Rufus endgültig nach Elysium bringen soll. Sehr, sehr schöne Zeichnung. Das hat mich auch wirklich... Ich bin ja ein großer Fan von... Ihr seht das auch in meinen Thumbnails. Ich bin ein großer Fan von Galaxie-Hintergründen und so. Und deswegen hat mir natürlich auch das Hochboot draußen so ein bisschen im Weltall. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. War eine schöne Geschichte. Und natürlich darf auch die Flora und Fauna Deponias schlussendlich nicht fehlen. Ja. Die vielen, vielen schönen Tierchen gibt es hier noch zu sehen. Unter anderem auch die verschiedenen Formen von Rufus aus Chaos auf Deponia, unter anderem als Schnabeltier, als Frosch oder als Fliege. Dann natürlich die Delfine und die Delfinbabys, die... Oh Gott, die Delfinbabys. Nein, ich darf nicht mehr dran denken an diese Szene aus Chaos auf Deponia. Und natürlich, ihr habt sie ja gewollt, oder? Ihr wolltet es doch auch. Gibt's doch zu. Ihr wolltet die Schnabeltiere alle sehen in ihrer ganzen Pracht. Und natürlich ganz, ganz toll und schönes Feature aus Goodbye Deponia war natürlich die Vervollständigung der Schnabeltierfibel. Zu guter Letzt haben wir dann hier noch ein paar Skizzen von den einzelnen Ortschaften auch. Ist sicherlich auch sehr interessant, die einzelnen Skizzen. Auch mit einigen Notizen, die hier noch gemacht worden sind sogar. Der Stein, Podest ist nicht schlecht. Ja, und solche Sachen. Also viele, viele kleine Skizzen gibt es hier noch. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und zu guter Letzt kommt man dann zum Storyboard. Das Storyboard darf natürlich nicht fehlen. Wir erinnern uns an die legendäre Disco-Szene aus Goodbye Deponia. Und hier auch nochmal der schöne Spruch. Kurze Videosequenzen, sogenannte Cutscenes, dienen unter anderem als Belohnung für den Spieler. So gesehen ist es eine Schande, dass auch jene Spieler die heitere Disco-Szene zu Gesicht bekommen, die das vorhergehende Minigame einfach übersprungen haben. Dabei haben wir uns damit so viel Mühe gegeben. Pfui, schämt euch! Das fand ich sehr, sehr cool. Ja, also ihr seht schon ein umfangreiches Artbook. Hier seht ihr nochmal die einzelnen Animationen der Charaktere, nochmal im Überblick. Die Art of Deponia bietet wirklich Fanservice vom Feinsten. Also wer noch nicht genug hat von der Deponia-Reihe, sollte sich dieses Artbook auf jeden Fall zulegen. Mit allen Charakteren, Rufus, Goal, den Doc, Boso und natürlich auch den guten alten Goon. All die beliebten Charaktere aus dem Deponia-Universum werdet ihr hier nochmal sehen, alle Ortschaften. Und ich finde, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Artbook, ein sehr, sehr umfangreiches Artbook mit vielen, vielen Hintergrundinformationen und deswegen kann ich euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. The Art of Deponia. Mein persönlicher Tipp für euch und ich hoffe, euch hat mein kleiner Beitrag gefallen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Deine Mutter spielt nach Walkthrough und besorgt sich fremde Saves. Deine Mutter spoilert in den Kommentaren von Kongs Let's Plays. Deine Mutter fangirlt Rehawk, Sarazar und Sergeant Rumpel. Deine Mutter covert Hussa und schickt es an deine Kumpel. Doch all das ist allenfalls die Eisbergspitze des Problems. Viel schlimmer ist doch deine Mutter mag Minigames.